Habt ihr vom Aumann-Çeşmesi, dem deutschen Brunnen in Istanbul, gehört? Und warum heißt er eigentlich so? Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Der Deutsche Brunnen befindet sich im Zentrum Istanbuls, zwischen der Hagia Sophia Moschee und der Sultan Ahmed Moschee, besser bekannt als Blaue Moschee. Nachdem der deutsche Kaiser Wilhelm im Jahre 1898 in der Hauptstadt des Osmanischen Reichs herzlich empfangen wurde, musste ein prachtvolles Geschenk her. Der Springbrunnen sollte dem Volk kostenloses Trinkwasser bieten. In der nahöstlichen Kultur galt dies als besonders anerkannte Wohltat. Die Inschrift erinnert noch heute an den historischen Besuch. Der Brunnen wurde in Deutschland hergestellt und nach Istanbul per Schiff transportiert. Hier wurde er zusammengesetzt und 1901 eingeweiht. Die achteckige Kuppel wird von 8 Marmorsäulen getragen. Der Innenbereich ist mit goldenen Mosaiken geschmückt. Neben kalligraphischen Inschriften sind in der Kuppel je 4-mal das Monogramm von Kaiser Wilhelm II. Und die Tudor von Sultan Abdulhamid II. Zu finden. Das erste Wasser, das aus einem der Hähne floss, soll der Sultan in einer silbernen Kanne nach Berlin geschickt haben. Und so steht der Aumann-Çeşmesi bis heute an seinem Platz, als Zeugnis der historischen Beziehung zwischen Deutschland und dem Osmanischen Reich.